Sehr geehrte Damen und Herren, heute befassen wir uns nicht direkt mit dem Ukraine-Konflikt, sondern heute befassen wir uns damit, wie sich Europa endgültig aus der Realität rausschießt oder aus der Welt, aus der gesamten Welt rausschießt. Ja? Und das machen wir anhand eines österreichischen Systemmediums, nämlich des ORF, das ist der österreichische Staatsfunk, wo es heißt, Europa will Druck auf China erhöhen. Die russische Invasion in die Ukraine hat den Westen zweifellos näher zusammenrücken lassen. China versteckt sich unterdessen noch unter dem Deckmantel vermeintlicher Neutralität. Beim virtuellen EU-China-Gipfel am Freitag dürfte Europa den Druck noch einmal erhöhen und China auffordern, Stellung zu beziehen. Auf dem Spiel steht nichts Geringeres als die Weltordnung. Ja, da sieht man endgültig, wie Europa wirklich direkt in den Abgrund rast. Also wir haben nicht nur den Konflikt mit Russland, jetzt holen wir uns auch noch China als Feind. Also das ist ideal. Also China, das Feindbild, das haben wir eh schon mal gehabt. In einer Analyse haben wir das schon mal behandelt, wo es darum gegangen ist, wie die NATO sich gegenüber China zu verhalten hat. Ja, das Video findet man hoffentlich noch. Aber jetzt befassen wir uns aber mit, dass jetzt anscheinend hier der Druck auf China erhöht werden muss. Ja, da kann man sich schon mal vorstellen, was uns da dann an Sanktionen oder an sonstigen Problemen droht. Da sieht man wirklich, wie Europa ja, so eine Art Himmelfahrtskommando gestartet hat oder beziehungsweise ja, so ein Weltuntergangsprogramm. Ja. Also in Europa, also im amerikanischen Sektor, da wird es bald ungemütlich werden, weil jetzt haben wir neben Russland auch bald China als Gegner. Die Narrenmütze gibt es für alle Leute, denen sowas taugt und die unbedingt jetzt unbedingt noch einen weiteren Rivalen brauchen, denen Russland nicht genug ist, die unbedingt auch noch China als Gegner brauchen. Und dann werden wir schauen, wo wir landen. Aber vorher sollte man dafür Sorge tragen, dass man möglichst bald diesen Sektor des Wahnsinns verlassen. Also bleiben Sie dran und verlassen Sie bitte so bald wie möglich den amerikanischen Sektor.